Nach Trennung von Natalie, Verlustangst bei Rocco Stark. Anfang November trennten sich Rocco Stark, 31, und seine Freundin Natalie. Seitdem lässt der Reality-TV-Star seine Follower in den sozialen Medien regelmäßig an seinem Liebeskummer teilhaben. In neuen Posts gibt er nun einen tiefen Einblick in sein Seelenleben. Er sei um 2.24 Uhr morgens aufgewacht und habe das Gefühl gehabt, dass sich in diesem Moment etwas zum Negativen verändert habe, schrieb in seiner Instagram-Story. Als wäre etwas passiert mit jemandem weit weg. Und man fühlt sich schlechter und ist niedergeschlagen, als hätte man etwas verloren. Dieses Gefühl sei ihm nicht neu, das letzte Mal habe er es gehabt, als seine Oma gestorben ist, und damals habe er mit der Vorahnung auch recht behalten. Als wäre irgendwie die Verbindung abgerissen und man hat auch direkt in Sekunden eine bestimmte Person im Kopf. Ob er mit seinen Posts auf anspielt? Immerhin geht sie mit der Trennung ganz anders um als er. Schimpft Online über unehrliche Menschen und hat vor Liebeskummer schon 4 Kilo verloren. Seine Ex-Freundin gibt sich jedenfalls öffentlich deutlich entspannter. Sie wolle sich nicht über das Liebesaus äußern und ihr Lächeln nicht verlieren.